Seit Wochen ist es die goldene Regel. Außer dem eigenen Hausstand darf man in der Öffentlichkeit höchstens eine andere Person treffen. Sonst drohen hohe Strafen. Ein erstes Bundesland kann nun aufatmen. In Sachsen-Anhalt ist man heute in Feierlaune, denn das Treffen von 5 Personen wurde nun offiziell ab Montag wieder genehmigt. Man darf also wieder in einer Gruppe mit bis zu 5 Menschen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. Zudem muss es künftig keinen triftigen Grund mehr geben, um das Haus zu verlassen. Das teilt die Landesregierung nach einer Kabinettssitzung am Samstag in Magdeburg mit. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, Sachsen-Anhalt geht seinen eigenen Weg. Entgegen der Empfehlungen durch den Bund wird die strenge Kontaktbeschränkung eben nicht aufrechterhalten. In Zukunft wird man dann sehen, wie erfolgreich diese Umsetzung der eigenen Politik im Kampf gegen den Coronavirus sein wird.